Da sehe ich uns an. Ein Heli ist drauf. Da sehe ich uns. Da ist ein Heli drauf. Den finde ich schon geiler. Der Earthroamer X. Das nächste Video ist die 5 luxuriösten Häuser auf Rädern. Ja, so eine XXL Camper wahrscheinlich. Schätze ich jetzt mal. Von Topwelt. Ich bin gespannt. Ja? Vielleicht finden wir da auch unser Adventure Vehicle. Das ist nämlich die Natur in so eine Klasse, glaube ich, die jetzt hier kommt. Was, echt? Weltreisen haben die Menschen schon immer fasziniert. Wer reist, bildet sich und hat hinterher etwas zu erzählen. Viele Menschen spricht auch das Reiseerlebnis an sich an, das eine gekonnte Abwechslung vom Alltag mit sich bringt. Da kann sich derjenige glücklich schätzen, der ein Gefährt besitzt, das Wohnen und Fahren miteinander verbindet. So kann er sich jederzeit auf Reisen begeben und sein Gefährt unterwegs als Wohnung benutzen. In diesem Video wird aber nicht einfach nur von gewöhnlichen Wohnmobilen die Rede sein. Heute geht es um die 5 luxuriösesten Häuser auf Rädern. Ja! Auch wenn ihr selbst vielleicht nicht in der Lage seid, bei den Angeboten zuzugreifen, ein wenig Träumen darf erlaubt sein und hat noch niemandem geschadet. Nummer 5. Furion Stopp. Elysium. Ach, schade. Es ist nicht nur der Luxus... Es sieht geil aus. Ist mir egal, wie viel... Ja, ist mir egal, wie viel es kostet. Es sieht geil aus. Es sieht so ein bisschen aus wie, Tesla, der Tesla-Truck. Mag ich. Ja, okay. Ich bin gespannt. Der gefällt mir schon mal vom Look her auch sehr gut. Luxus an sich, der reiche Kundschaft begeistert. Es sind auch die innovativen Ideen, die begeistern und mit denen der Käufer etwas noch nie Dagewesenes besitzt. Da sehe ich uns an die Räder. Ein Heli ist da drauf. Da sehe ich uns. Da ist ein Heli drauf. Da ist ein verfickter Whirlpool auf dem Dach, Andi. Warum? Echt? Ich habe nur den Heli gesehen. Ja, dann müssen wir gleich... Also ich glaube, es ist Whirlpool. Mein Wohnmobil mit allen technischen Raffinessen. Der Clou, auf seinem Dach gibt es sogar einen Hubschrauberlandeplatz. Auch im Wohnmobil selbst kann es sich der Käufer richtig behaglich machen. Ein bisschen leiser gemacht? Zum Beispiel ein Was ist denn das für ein Flatscreen da drin? Der ist ja größer als bei mir zu Hause. Den habe ich ja nicht mal zu Hause, ja. Wieso? Also der Raum an sich, der flasht mich jetzt nicht so, muss ich sagen. Die werden ja noch den Preis, hoffe ich, sagen. Es ist schon sehr luxuriös eingerichtet, wenn du mal überlegst, dass es halt ein Wohnmobil ist, ey. Ja, Wasserhahn ist ja nicht mal aus Gold, Mann. Ja, richtig, Andi, weil er nämlich aus Platin ist. Boom! Min, ein Außenfernseher, integrierte Systeme für Infotainment, ein Whirlpool und ein Dampfbad. Auch die super behagliche Atmosphäre in dem Wohnmobil erreicht durchaus das Niveau eines guten Hotels. Mit dem Kauf erhält der Käufer nicht nur ein Luxushotel auf Rädern, sondern den Hubschrauber obendrauf. Denn der ist im Kaufpreis inbegriffen. Andi, klar ist der Hubschrauber mit dabei. Ey, da ist einfach ein Helikopter dabei. Was ist denn bitte? Das ist geil. Ich habe schon mal große Wohnmobile gesehen, wo hinten ein Smart drin ist. Ja, ein Smart oder auch ein Quad, das habe ich auch schon gesehen. Dann bist du auf dem Campingplatz damit trotzdem? Oder wie läuft das dann ab so? Und auf dem Campingplatz, 23 Uhr, ja, ich wollte jetzt mal eine Wusch kaufen im Supermarkt, ich flieg da mal hin, startet erstmal auf den Helikopter auf. Hä? Vor allem, das ist doch auch, wie fährst du damit? Ist der dann da einfach drauf? Das ist doch, also, mal jetzt davon abgesehen, dass er sowieso keine gute Aerodynamik hat, aber mit dem Heli noch drauf? Stimmt, das ist ein gutes Argument, ja. Der ist ja dann ganz schön hoch, wa? Ja, eben. Da kommst du doch durch keinen Tunnel mit in Deutschland. Wäre das überhaupt zugelassen, in Deutschland einen Helikopter oben drauf zu haben? Keine Ahnung. Wenn das dir richtig hier sichert ist, wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich schon, ja. Aber ich glaube, das ist zu hoch. Weil der Wohnmobil wird ja schon seine 3,5 Meter haben fast. Aber was ist denn das für eine Idee mit dem Helikopter überhaupt so richtig? Du, das ist wahrscheinlich einfach Hashtag Dubai. Also ich find's geil, klar, aber... Ach, stimmt. Stimmt, Towel sagt's gerade, der Heli fliegt immer daher und landet dann, wenn man am Campingplatz ist. Stimmt, weil keiner will so lange fahren, ne? Na, ich bin mal gespannt, was das Ding kosten soll. Ja. Der Kunde kann nach dem Kauf auch auf der schmucken Dachterrasse des fahrenden Hotels neben dem Hubschrauber bequem machen und die Blicke der anderen auf sich ziehen. Dafür birgt auch der futuristische Anstrich des Wohnmobils, der einem Science-Fiction-Film zu entstammen scheint. Nummer 4. Earthroamer. Das gewisse etwas... Warum gab's da jetzt keinen Preis? Ja, finde ich jetzt auch ein bisschen schade, ne? So, wie hieß das Ding? Da müssen wir jetzt nochmal, Furion. Ich google das mal schnell. Jetzt kommt's. Ja, Mann! 3,5 Millionen. 2,5 Millionen, ja. 2,5, das geht. Wie lange müsste man das sparen? Ja. Warte mal,
Wir leben noch 300 Jahre, oder? Dann kriege ich das hin, vielleicht. Aha. Ey, 2,5 Millionen, dafür kannst du selbst in Berlin ein Haus bauen. Da kannst du hier im Brandenburger Umland kannst dir 3 Häuser von bauen. Ist Frage, krank. Die Frage ist ja auch ein bisschen, wenn ich richtig doll reich wäre, hätte ich dann überhaupt Bock auf Camping? Auch wenn es luxuriös Camping ist? Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du Camping machst, dann damit. Nee, dann würde ich würde in schöne Hotels dann gehen, tatsächlich. Na gut, dann bin ich jetzt mal gespannt, was der Earth Roamer kann. Ja, der Earth Roamer, der ist schon mal... Der sieht schon mal ein bisschen Adventure-mäßiger aus, finde ich. Richtig, ja. Bin ich gespannt. Etwas besitzt auch der Earth Roamer, eine US-Firma, der einem Truck nachempfunden wurde. Diese extra stabile Ausformung gibt Kunden mit besonderen Ansprüchen die Möglichkeit, auf eigene Faust eine Expeditionstour zu unternehmen. Darauf deutet auch der Name dieses Luxusgefährts hin. Den finde ich schon geiler. Der Earthroamer XV-LTS ist bewusst so entwickelt worden, dass er für jeden Kontinent und damit für jede Bedingung geeignet ist. 41 Was? Zoll Militärreifen ermöglichen das Befahren auch auf schwierigem Untergrund. Da man bei Expeditionen oft auf sich allein gestellt ist, sind in dem Luxus-Truck ein 550-Liter-Tank sowie ein Frischwasserbunker mit einem Fassungsvermögen von 950 Liter Wasser integriert. Mit Lichtmaschine und Solarzellen kann sich der Truck von selbst mit Strom versorgen, was den Expediteuren über längere Zeit Autarkie ermöglicht und damit Sicherheit im Falle von besonderen Situationen bietet. Ja. Das ist schon... Nummer 3. Ja. Ich habe jetzt parallel mal gegoogelt. Was schätzt du, was Disney kostet? Ja, der kostet so 430.000. Dann sag mal, weniger. Ah, obwohl, warte mal. Nee, doch. Ja, fast. Wirklich? Fast. 450.000. Ey, ich bin gut, wenn ich das mal so sagen darf. Cool, okay. Ja, weil... So Luxus war es jetzt nicht, aber es war, sah wie ein sehr gutes Mobil aus, so. Schön autark. Mhm. Schön viele Solarzellen drauf, nicht diese eine Fake-Solarzelle, die gefühlt eh nur voll wenig bringt. Das war nicht schlecht, ja. Ja, und was ich an dem auch ganz cool fand, vom Aspekt her, ich gehe mal noch mal ein bisschen weiter nach hinten. Ja. Wo man ihn noch mal ein bisschen sieht. Dass der halt aussieht wie so ein krasser Truck und dass du damit auch mal wirklich, wenn du Bock hast, auch ein bisschen ins Gelände fahren kannst, so. Das stimmt, ja. Finde ich ganz geil. Kannst du nochmal ein Bild von innen zeigen? Kannst du da nochmal vorspulen oder so? Ja, warte. Diese Sprüche immer, live your dreams. Ja. Das finde ich, das sieht auch gut aus, ne, eigentlich, ja. Ja, ich meine, dafür, dass das so ein geländegängiges Fahrzeug ist, ist das schon da echt schicke. Fernseher ist ja immer wichtig für einen Menschen, ne. Was meinst du davon abgesehen, dass du auch dafür wieder ein Haus kaufen könntest? Aber gut. Was ist das links da? Ist das einfach nur Technik oder ist das noch ein Radio oder was? Das sind einfach nur Knöpfe, wa? Oben links da, die ganzen. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Ja, das wird wahrscheinlich alles sein. Eine fette Anlage, Alter, von Bose? Oder von Teufel? Ja, wenig Platz zum Sitzen hast du trotzdem, aber. Achso, da sind trotzdem 4 Plätze. Das da hinten ist der Schlafplatz, würde ich sagen, einfach mal, wa? Oben meinst du? Ja, genau. Ist ja der Alkoven, ne? Bei normalen. Genau. Alkoven, glaube ich. Ja. Ja, krass, ey. Also, der gefällt mir schon mal deutlich besser als der erste. Ja, naja, was heißt deutlich besser? Er ist realistischer, oder? Also, nee, also, jetzt mal angenommen, ja. Du hättest deine 10 Millionen Euro locker sitzen, die du jetzt einfach frei in so einen Van investieren könntest, ja. Würdest du eher den ersten oder eher den zweiten nehmen? Ja, gut, dann eher den zweiten. Der erste wäre mir zu groß, tatsächlich. Ja, auch das. Und ich da kannst du nicht, wie du schon sagst, damit kannst du nicht ins Gelände fahren, damit kannst du auf Campingplätze fahren. So. Ja, und selbst das wird schwierig, weil das Ding halt riesig ist. Ja, aber nee, da hätte ich auch Bock auf so ein truckartiges Ranger-Mobil hier so. Ja. aber jetzt krass. Bin ich mal gespannt. Das nächste ist jetzt irgendwie so ein Anhänger. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Okay. Bruder. Nummer 3. Bruder EXP6. Der Bruder EXP6 aus Australien ist wiederum perfekt auf die Bedürfnisse von Campingurlaubern zugeschnitten. So fehlt es dem Campingurlauber an nichts. Dafür sorgen ein Vorzelt mit Kunstrasen, abgesteckte Parzellen und ein Supergrill, der zu ausgiebigen Grillpartys einlädt. Aha. Mit dem Bruder EXP6 kann auch Extremcamping betrieben werden, denn der Leiterrahmen lässt in puncto Stabilität keine Wünsche offen. Die 4 Räder sind zudem mit widerstandsfähigen Rundrohrlängslenkern verbunden und sind für jeden noch so schwierigen Untergrund geeignet. Die Luftfederung ermöglicht sogar das Durchfahren von Wasserlöchern. Die Wohnkabine auf Rädern enthält ein ausfahrbares Dach, sodass der Besitzer sich bei gutem Wetter... Da sieht man es ganz gut. Was hat er denn alles? Also hinten kann auch geklappt werden. Okay. Dachzelt ist quasi so auch ausfahrbar da oben. Ja, von hinten kommst du rein. Also fällt mir auch nicht schlecht. Er sieht schon mal cool aus, ne? Weil die Reifen und die Farbe macht ja immer viel aus.
Mhm. Ja. Der sieht schon mal so ein bisschen, der sieht schon so nach Abenteuer aus ein bisschen. Wir gucken uns das Ding erstmal zu Ende an. Okay, okay. Verhältnissen Freiluftatmosphäre in die gute Stube holen kann. Schlägt das Wetter um, fährt das Dach einfach wieder ein. Ebenfalls ausfahrbar ist die Küche, die sowohl von innen als auch von außen bedient werden kann. Der Bruder EXP6 setzt sowohl in puncto Wohnkomfort und Stabilität Maßstäbe. Der Käufer kann sich sicher sein, dass sein Gefährt ihm auch nach Generationen noch gute Dienste leisten kann. Ja, ja, doch. Das ist, den finde ich auch gut. Aber Preis finde ich schwierig zu schätzen. Leute, schreibt mal rein den Preis, was denkt ihr? Storyweaver sagt schon 150. Das Ding ist jetzt auch kein Hexenwerk, ne? Wie viel hat es davor gekostet, das Ding? Was haben wir gesagt? 450 hat es knapp gekostet, das Ding davor. 450, also das ist jetzt auch nur ein Anhänger, da ist ja, keine Motortechnik und so drin. Das darf schon mal nicht 450 kosten, dann kostet also das Ding... Ich weiß es schon, deshalb rate ich das einfach mal nicht mit. Echt, Leute, 275.000? Gut, also es darf nicht mehr als, ich sag jetzt 150.000. Also er startet bei 74.000 Euro umgerechnet. Ja, okay, okay. Und variiert natürlich je nach Ausstattung. Ja, ja. Also ich glaube mal, was ich jetzt hier so sehe, in einer rundum brauchbaren Ausstattung, die jetzt nicht das Maximum wahrscheinlich ist, 90.000. Ja. Ja, okay. Was für einen ist ja nur ein Anhänger, auch schon saftig ist. Ja, also mehr darf es auch nicht kosten. Also mehr als, ja. Okay, krass. Zumal von dem Geld kannst du halt, da ist der Mercedes da, Alter, oder der Audi, ne? Oder der BMW. Also das ist echt so. Ja. Aber krass. Also, nur der Anhänger, ja, toll. Nur der Anhänger. Nur der Anhänger, der Toyota ist nicht mit bei, ja. Krass, Alter. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das nächste dann kann. Marchi Mobile? Okay. Nummer 2. Marchi Mobile. Bei Marchi Mobile ist wiederum Luxustrumpf. Hier kann der Besitzer sich in seinem neuen Gefährt jederzeit wie im besten Traumhotel fühlen. Das außergewöhnlich hohe Gefährt ist mit einem ausfahrbaren Sonnendeck mit Fußbodenheizung ausgestattet. Der Käufer kann es sich auch in einem super schönen... Ja, klar hat das Sonnendeck eine Fußbodenheizung, oder Andi? Also das ist mir schon sehr wichtig für laue Sommerabende, ne? Wenn die Füße kalt sind, ist einfach der Abend gelaufen, ne? Aber ganz ehrlich, das sieht so von der Ausstattung so aus, das ist so Dubai-protzig. Ja... Oder? Ja, ich glaube allgemein ist, außer diese Camping-Dinger da, der Rest war eh alles von Dubai wahrscheinlich, oder? Nein, welches? Obwohl, nee, Australien sah das aus, da waren ja auch Kängurus und so. Ja, das dritte ist von einem australischen, der Anhänger ist von einem australischen Hersteller, ach so, der zweite war von einem amerikanischen Hersteller. Okay. Ja, Towel 13, vielen Dank fürs Abo. Oh ja, vielen, vielen Dank, Towel. Dann wir schauen mal weiter. Bin mal gespannt, wie protzig das Ding ist. Ach, ganz kurz noch, ich bin Seahawks-Fan. Karl-Heinz. Seahawks, Football-Man! Okay. Ein Schlafzimmer bekommen. Ganze 22 Ledersessel passen in den Innenraum, weswegen die Luxuskarosse besonders für Unternehmer attraktiv ist, die alle Orte der Welt ansteuern können, um viele Menschen... Oh, scheiße, jetzt habe ich aus Versehen, mich verklickt. Kein Problem. Was ist das denn? Ja. Das ist ja Biene Maya von vorne, Alter. Das ist ja richtig hässlich. Nee, das geht nicht. Vor allem, wie hoch das ist. Also, was haben die denn da gemacht? Das ist doch Design-Hash. Das sieht nicht gut aus. Was ist das denn? Ja, vor allem, wenn du mal überlegst, die haben gesagt, 22 Sitzplätze hat das Teil. Aha. Innen drinne. Was haben die sich... Was ist denn das, Alter? Ja, ist nicht hübsch, ne? Nee, so überhaupt nicht. Der erinnert mich so ein bisschen an ein U-Boot. Stimmt, da oben ja, aber auch unten sieht alles kacke aus. Ja, es ist kein schönes Auto. Ja, hier Sturmtrupplerhelm, stimmt. Pass, okay. Präsentative Geschäftsmeetings abzuhalten. Das Wohnmobil der Superlative besitzt einen Präsentationsraum mit 8 Monitoren. In ihm lässt sich eine Lounge einrichten, die nach einem Geschäftstermin Gelegenheit zur Kontaktpflege und entspannten Gesprächen bietet. Ein Massagesessel rundet das Angebot ab, das somit auch als spezielle Wohlfühloase genutzt werden kann. Bei all diesen Superlativen ist es kein Wunder, dass dieses Gefährt neulich in Dubai einen neuen Käufer fand. Dieser war bereit, umgerechnet 2,2 Millionen Euro für dieses spezielle Wohnfahrzeug auszugeben. Mhm. Also eine Sonderanfertigung, alles klar. Also den Preis hat er eben gesagt, 2,2 Millionen. Ja, aber was ist denn mit ihm los? Warum kauft das einer? Das sieht doch scheiße aus. Ist auch nicht Geschmackssache. Ich sage jetzt einfach mal, es sieht kacke aus vorne. Fertig.
Ja, also, das ist wahrscheinlich einfach nur dieses Haben-Wollen-Ding. Ja, darum ging es, glaube ich, gar nicht. Das gibt's ja nur einmal, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, oder? Ah, nee, ich sehe es hier gerade. Von Marchi Mobile Element werden pro Jahr nicht mehr als 5 Stück produziert. Ja, weil sie nicht trauen. Das wird komplett in Deutschland gefertigt. In Deutschland? Die Reisemobilvariante Element Palazzo kostet ab 2,17 Millionen Euro. Das Viva VIP Shuttle ab 1,684 Millionen Euro. Und das Showroom Mobile Element Vision ab 1,3 Millionen Euro. Nettopreise. Ausrufezeichen. Nicht ja cool, dass es in Deutschland gebaut wird, muss ich jetzt sagen. Aber weißt du, warum nur so wenig gebaut werden im Jahr? Ja, die Hersteller, weil es dafür nicht genug Abnehmer gibt auch. Die schämen sich das zu bauen. Die schämen sich mehr zu bauen. Schade. Also von hinten sah es ja gut aus, von vorne sah es bloß komisch aus, ne? Ja, ich bin auch richtig hässlich. Verstehe auch gar nicht die Gruppe. Egal. Egal einfach. Na gut. Egal. Da ist ein Mini jetzt drin, guck mal. Ja. Vario Signature, warte mal, das gebe ich jetzt auch schon mal ein. Signature. Das sieht, glaube ich, aus. Ich gucke aber nicht auf den Preis. Ja, das ist jetzt so ein LKW-Ding, oder? So ein Bus-Ding. Na, mal gucken. Ja, so ein klassischer riesiger Reisebus, ja, nehme ich mal an, wa? Ja. Ja, da schreibt's einer. Das vorige Ding ist, das ist einfach der Fiat Multipla in groß. Auf jeden. Ja. Dieses hässliche Auto, was Fiat sich dabei gedacht hat, ey. Nummer Vario Signature 1200. Der Vario Signature 1200 ist von seinem Äußeren nicht auf Extravaganz ausgerichtet, was dem Fahrer so manchen neugierigen Blick erspart. Das finde ich gut, schlicht, sehr gut. Zeichnen eher zeitlose Eleganz und hochwertige Materialien aus. Ja, ja. Spektakulär ist zudem auch die Inneneinrichtungen, der eine hochwertige Küche, ein gehobenes Badezimmer, ein gemütliches Wohnzimmer mit Sofas, Massagesessel und eine VIP-Lounge integriert sind. Ja, da bin ich dabei. Somit eröffnet sich dem Besitzer eine Luxuswohnung mit der stattlichen Größe von 12 Quadratmetern. Das Gefährt ist eine Mischung aus LKW und... Aber Andi, der Flatscreen war mir im Vergleich zu den anderen Mobilen ein bisschen zu klein, muss ich sagen. Mir fehlen die Goldwasserhähne. Bin ein bisschen enttäuscht. Nee, aber den finde ich gut. Ich finde, glaube ich, mein Gehirn findet den gut, weil er daran gewöhnt ist, dass die LKW-Mercedes halt von vorne so aussehen. Aber der ist schlicht, wie er schon gerade gesagt hat, und das finde ich ganz gut, von außen jedenfalls. Ja, von den großen Schiffen, die hier präsentiert wurden, finde ich den auch am besten. Ja, definitiv. Das wird ja am Ende auch nochmal interessant, welchen wir dann am ehesten nehmen würden. Überholt er gerade oder fährt er auf der falschen Fahrbahn? Oder ist er fährt auf der falschen Spur, glaube ich, einfach. Das wird wahrscheinlich hier... Ne? Ist ein Wohnmobil und ist so ausgerichtet, dass sich der Fahrer unterwegs nicht langweilen muss. Dafür sorgt das Bose Home Entertainment System, ja, das sowohl dem Fahrer Bose als auch seinen Mitreisenden ein einzigartiges Klangerlebnis beschert. Danke fürs Zusehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Wir zeigen es mit einem Daumen nach oben. Erstmal vielen Dank an Topwelt. Ja, Topwelt. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, ja, ne, klickt da drauf. Ja. Andi, welcher wäre deiner? Der letzte. Der letzte große, echt, ja? Ja, jetzt habe ich doch Bock auf den großen. Ja. Ja, ist so. Und deiner? Das zweite Ding, war? Nee. Nee. Ich bin wirklich am ehesten beim Hänger, ehrlich gesagt. Ah, okay. Weißt du? Hm? Weil Hänger ist geil. Den musst du nicht immer mitnehmen, den machst du nur ran, wenn du ihn brauchst. Und wenn du jetzt eins von den anderen Dingern hast, das steht dann einfach immer rum, ist teurer in der Steuer und so weiter und so fort. Ja gut, für dich privat, für die reichen Leute, die interessieren sich nicht dafür, wie teuer das ist in den... Gut, klar, ich gehe jetzt aber auch von mir privat aus. Okay, aber okay. Nee, selbst wenn ich die Kohle hätte, würde ich draufschauen und mir dann halt auch was nehmen, was halt finanziell sinnvoll ist, oder? Ja, würde mir, wenn ich reich wäre, 3 von den letzten Bussen da kaufen. Die schönen, ist da, ey, 4, Alter, 4, pass mal auf. Na, ja, komm. Jeder Kumpel kriegt so ein Ding und dann fahren wir irgendwo hin und dann stellen wir uns in so ein Viereck. Und einer fährt immer ein Stück vor und zurück und das ist quasi die Tür von dem Innenhof dann, ja? Und in der Mitte wird schon Feuer gemacht. Alter. Ja, Mann, ist doch geil, oder? Aber wenn ich mir, also was ich auch sagen muss, das machen ja die Reichen auch nicht so gerne, außer die voll übertreiben. Wenn ich mir so ein Ding kaufen würde, würde ich auch noch mal ein bisschen Geld investieren und den noch mal umlackieren in so eine richtig geile Farbe oder irgendwas Schönes drauf machen und nicht einfach so ein, weißt du? Ja, wir haben jetzt gar nicht über den Preis vom letzten gesprochen. Boah, das ist ein Mercedes, das ist groß, ist viel deutsches Zeug drin, riesig, 2,5 Millionen. Ich bin gespannt, was der Chat sagt. Oder nur 2, was sagt ihr? Lady, sollte ja locker auf dem neuen Grundstück gehen. Lol. Oh, so wenig, Leute. 1 Million nur. Oha. 900, 800.
Ja, die gehen ja immer tiefer. 550 ist ein bisschen wenig, oder? Für so ein Riesending. Ja, nee. Die Community ist ganz gut dabei. Also ein paar werden es gegoogelt haben, die so exakt getroffen haben, behaupte ich jetzt einfach mal. 773.500 Euro. Ach, krass. Beziehungsweise hier steht jetzt auch ab 786.000, aber ja. So um die 800.000, sage ich jetzt mal. Ist doch recht vernünftig, oder? Es ist natürlich auch mega teuer, aber... Ja, aber es ist ein fairer Preis, würde ich jetzt mal behaupten. Glaube ich jetzt auch. Ich meine, für so einen Mercedes-LKW zahlst du auch so viel, oder? Mit Anhänger. Weiß ich halt nicht, ne? Ja. Ach, was? Na, jetzt kommt's. Das hätte ich gar nicht gedacht. Warte, so ein LKW kostet 300.000, wa? Also, ist ja geradezu erschwinglich, der Preis, Andi. Ich gucke jetzt hier von so einer Seite. Aktuell kostet ein Actros von Mercedes 1845 mit üblicher Fernverkehrsausstattung ca. 100.000 Euro. Also die Kanzel vorne. Ich denke mal, der Anhängerauflieger wird auch nochmal kosten, aber nur das Triebfahrzeug? Ja. 100.000. Okay. Also dafür kriegst du eine GE-Klasse, ne? Nicht mal. Gut, dafür kriegst du auch ein bisschen anderen geilen Scheiß. Ja. Ja, krass, okay. Aber hätte ich teurer geschätzt. Aber ich bin ja immer noch bei dem, mit dem Hubschrauber drauf. Gerade wir brauchen Hubschrauber. Wir haben beide Höhenangst. Wäre das Beste, wenn wir Hubschrauber fliegen, oder? Ja, bist du schon mal Hubschrauber geflogen? Na, ich war ja damals beim Bund bei einem Hubschrauberstandort und da musste ich zwangsweise als Einhänger und so immer mitfliegen. Ja, ich und bin... Ja, erzähl mal. Verblüffenderweise fand ich das nicht so schlimm. Obwohl ich ja Achterbahn fahren, also da traue ich mich nicht rein, ich habe Höhenangst. Aber Hubschrauber fliegen ging irgendwie, keine Ahnung. Ich bin gestorben beim Hubschrauberfliegen. Das war aber auch so ein Show-Hubschrauber beim Autohaus, wo man mitfliegen durfte für einen Fuffi oder so. Und der hatte quasi Glas nicht nur zur Hälfte, sondern so die Hälfte unten auch noch. Oh nee, das geht gar nicht. Und bin ganz schön gestorben, muss ich sagen. Da waren aber noch andere zwei Gäste drin. Ich konnte jetzt auch nicht sagen, bitte sofort wieder landen, aber war nicht gut, Alter. Mit Glasbrunnen stelle ich mir auch ungeil vor. Jo. Na gut. Aber da war auch eine Frau drin, die ist auch durchgedreht. Das fand ich ganz gut, dass ich nicht der Einzige war, der was gestorben ist, ja. Na krass.